Schönen guten Abend. Können Sie mir 3 Sätze sagen, warum Sie hier stehen? Ja, weil wir Einfluss nehmen wollen auf diese Planung, die da stattfindet. Das ist ein riesiger Stadtteil, der da überplant wird. Relativ rein im Investoreninteresse. Und da wird irgendwie nicht darauf geachtet, was da eigentlich jetzt drauf ist, wer da arbeitet, wer da drumherum wohnt, was die wollen. Und was eigentlich schön sein kann und was nicht schön sein kann. Und um den ganzen Prozess so ein bisschen zu bremsen und irgendwie auch ein bisschen mehr Bürger, tatsächliche Bürgerbeteiligung da reinzubringen, deswegen stehen wir hier. Sind Sie von der Bürgerinitiative oder? Ja, genau. Altopia heißt die. Altopia. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Markus Birzer, ich werde heute noch die Veranstaltung führen und wir haben zu Beginn ein kleines Problem. Das sehen Sie natürlich selbst, dass wir ein wenig überfüllt sind. Es ist hier Feuerpolizei vorgesehen für maximal 200 Personen in dieser Halle aufzunehmen. Das heißt, wir haben 180 Sitzplätze, das heißt, wir hätten maximal 20 Stehplätze. Wir dürfen also diese Veranstaltung in der Form nicht durchführen. Das heißt aber, es ist kein Planungsfehler, wir hatten keine größere Halle zur Verfügung an dem heutigen Termin. Es gibt aber einen Ausweich- und Ersatztermin. Das heißt, diese Veranstaltung, wie sie heute stattfindet, in einer ähnlichen Form, vielleicht werden Sie nicht zu 100% das gleiche Personal hier vorfinden, wird am 2.12., also Donnerstag nächster Woche, in der Schule Haubachstraße wiederholt. Das heißt, die Ausstellung wird dort auch nochmal... Wir sind im Moment hier so ca. 300 Personen. Das heißt, wenn 200 hier bleiben und 100 nächste Woche kommen, können wir die Veranstaltung dann auch nächste Woche durchführen. Es tut mir leid, es geht leider nicht anders. Insofern müsste ich jetzt Sie bitten, vor allem diejenigen, die keine Sitzplätze haben, zu gehen und am 2.12. zu kommen. Was wenn nicht? Hier war die Frage, was wenn nicht, dann können wir die Veranstaltung, so wie sie im Moment geplant ist, auch nicht durchführen. Also meine Damen und Herren, es gab jetzt nochmal Absprachen. Wir müssen mindestens den Mittelgang freikriegen. Das ist das absolute Minimum. Wenn der Mittelgang nicht frei ist, können wir die Veranstaltung nicht durchführen, weil der Fluchtweg nicht frei ist. Das heißt, wenn Sie in irgendeiner... Nein, es ist ebenso verboten, dass Sie halt die Polizei untersagt, die Galerie zu verlassen. Und wir können keine Leute nach oben lassen. Ist leider so. Versicherungstechnische Gründe, Sie kennen das. Es gab zu diesem Thema mit der Altona schon eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Das ging los am 25.05. mit einer Auftaktinformationsveranstaltung, wo das erste Mal über das Projekt etwas erzählt wurde. Das zweite war am 5.06. ein Workshop, wo Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit hatten, an einem Samstag von 11 bis 17 Uhr Ideen zu sammeln, Überlegungen anzustellen, ihre Meinungen, ihre Anliegen auch zu unterbreiten. Diese Ergebnisse des Workshops sind in den Ausschreibungstext des städtebaulichen Wettbewerbs eingeflossen. Das heißt, die Punkte, die dort gesammelt wurden, wurden den Planern an die Hand gegeben und es wurde gebeten, diese auch zu berücksichtigen. Am 20.08. gab es eine erste Präsentation der Zwischenergebnisse. Daneben gab es eine Reihe von Veranstaltungen von verschiedenen Initiativen. Es gab dann natürlich auch am letzten Freitag die Pressekonferenz zur Präsentation des Ergebnisses. Also eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Das ist jetzt hier eine erste Präsentation der Ergebnisse. Es ist oftmals so in der Diskussion, auch mit der Bevölkerung, dass wir hören, es ist ja schon alles festgelegt, es ist ja alles schon geplant. Das ist mitnichten so. Was Sie hier heute präsentiert bekommen, ist ein Masterplan, ist ein erster Gedanke, wie es sein könnte auf diesem sehr großen Gelände. Es steht aber noch lange nicht fest, wo genau etwas hinkommt, in welchen Größenordnungen, wie das aussieht, wie die Fassaden aussehen, wie genau der Park gestaltet werden sollte, etc. Das heißt, es gibt im Laufe des Gesamtprozesses noch eine ganze Menge an Beteiligungsmöglichkeiten, eine ganze Menge an Mitsprache und natürlich auch eine ganze Menge an Informationen. Dennoch sollen heute hier die Ergebnisse vorgestellt werden und es soll vor allem auch diskutiert werden. Hintergrund für die ganzen Planungen ist zentral das Thema, dass die Bahn für den Standort Hamburg sich ihre Infrastruktur mal unter die Lupe genommen hat und unter anderem auch das Thema bei der Infrastruktur, das Thema Verlegung des Fernbahnhofs vom Standort Altona dort in die Kurve und mit der Weiterfahrt nach da als Ziel gesetzt hat und die Stadt
mit dieser Zielsetzung insofern einig ist. Ich will versuchen, diese Wettbewerbsergebnisse etwas vorzustellen in zwei Teilen. Ich werde erstmal einen kurzen Überblick über diese drei Preisträger arbeiten und den einen Ankauf, den wir vergeben haben, kurz hier zeigen, anhand eines Schwarzplanes, eines Gesamtplanes, weil es so ein bisschen hilft, das nochmal so insgesamt auch den ersten Preis im Verhältnis zu den anderen nochmal zu würdigen und auch ein paar zu den Gründen erzählen, warum die Jury oder was sie gut oder schlecht fand an diesen Entwürfen. Ein bisschen detaillierter, weil man, glaube ich, sehr schön nochmal diese Gesamtgrünzone hier erkennen kann. Ganz unten nochmal gelegen der Bahnhof, wo es losgeht. Eine Bebauung entlang der Präsident-Kran-Straße vorgesehen. Hier sieht man jetzt auch detaillierter, wie diese Blöcke etwa sich darstellen. Und man sieht, dass das alte Güterbahnhofsgebäude im zentralen Bereich in der Mitte, also in dieser Zone hier, das ist hier nochmal im Detail hier herausgehoben, da gehe ich nachher nochmal etwas detaillierter drauf ein, relativ gut aus unserer Sicht auf die denkmalpflegerischen Belange eingegangen ist, indem es nämlich alles erhalten hat, was im Grunde da ist und das ergänzt hat mit einer Bebauung, die darüber steht. Wir werden die nachher nochmal im Detail uns anschauen können. Und diese Grundfigur hier auch in dem Übergang an Altona Nord, an die Harcourtstraße, hier sehen Sie an dieser Stelle die Kleiderkasse nochmal stehen, so zur Orientierung, sehen Sie ganz gut nochmal diesen großen Grünzug, der sich hier entwickelt, sehen auch ganz schön die Grunderschließung, die so eine Ringerschließung in diesem Konzept ist. Das ist große, ja auch für Hamburg, für Altona, sehr einmalige städtebauliche Struktur. Und diese Verfasser machen den Vorschlag, den Bereich nördlich des Bahnhofs entlang der Präsident-Kran-Straße im Grunde völlig frei als Park zu halten, was wir zumindest für ganz interessant nochmal für die weitere Diskussion fanden. Wir haben ja bisher alle stärker an eine Bebauung an der Stelle gedacht. Der erste Preisträger, haben Sie gesehen, hat das auch vorgesehen. Diese Arbeit hier hat dann hier so einen Kopfbau vorgesehen an der Stelle und die Hallenanlage, diese Güterbahnhofshallen noch da sind. Man im Grunde genommen hier einen Gebäudekomplex reingebaut hat an der Stelle, der hier eine Benachbarung findet und dann sich die Halle hier in ein Gerüst, das werden wir gleich noch sehen, das ist der Blick praktisch aus dieser Perspektive, Sie sehen hier noch die Kleiderkasse im Anschnitt, aus dieser Perspektive hier rein in diese Situation. So soll sich, wie stellen sich die Verfasser, Herr Portier und Avos Landschaftsarchitekt in dieses Thema hier vor. Da sieht man an der Stelle dann auch ganz gut nochmal in diesem Bild, praktisch die Konstruktion der heutigen Güterhalle hier im Hintergrund, der Wasserturm, der an dieser Stelle hier sitzt, ganz gut zu sehen. Nächstes Bild bitte. Wenn man jetzt etwas tiefer in die Struktur und Überlegungen dieser Arbeit einsteigt, dann sieht man, der Gedanke ist, dass es insgesamt 5 Quartiere geben soll. Die sind hier auch durchnummeriert. Also diese Quartiere 1, 2 und 3, das sind quasi die, die in einem ersten Bauabschnitt auf dem heutigen Gelände schon realisiert werden können. Diese Quartiere 4 und 5 sind dann jene, die erst dann, wenn der Bahnhof frei wird, realisiert werden. Den Gedanken in der Landschaftsplanung, also diesen Durchgang hier zu schaffen, tatsächlich mit einer größeren Freifläche eben in diesem Bereich hier. Hier sieht man eine etwas tiefere Gliederung dieser 5 Quartiere, die nämlich davon ausgehen, es gibt in jedem Quartier quasi einen Quartiersplatz. Das sind diese gelben Flächen, die man hier ganz gut erkennen kann, die im Grunde genommen sehr stark auch die heutige Typologie, die wir in der Nachbarschaft haben, mit aufnehmen und die natürlich auch den einzelnen Bauabschnitten dann nochmal eine eigene innere Identität geben, auch ein bisschen Luft schaffen, das werden wir gleich nachher nochmal in dem Plan etwas näher sehen. In diesem Plan hier sind mal die Nutzungen abgetragen. Da kann man sehr schön erkennen, dass das überwiegend, das war die Arbeit mit dem höchsten Anteil von Wohnnutzungen, über 90% bezogen auf die gesamte Bebauungsfläche oder Geschossfläche, die wir hier realisieren. Man sieht hier in Blau abgetragen, eigentlich nur an dieser Stelle hier, einen Bereich, wo die bestehenden Hallen dazu genutzt werden sollen, im Erdgeschoss, Büro, Cafeteria und andere Funktionen mit aufzunehmen. Wenn wir auch gleich detailliert nochmal sehen, das ist diese blaue Farbe hier. Und man sieht dann hier rot dargestellten, das sind quasi jene Gebäude, wo sich die Verfasser vorstellen, dass wir auch ein Erdgeschoss mit Geschäften haben und so weiter, die dann auch zur Versorgung des Quartieres mit dienen. So ist so die Grundhaltung in diesem Quartier. Hier kommt auch nochmal der Gedanke, wie ist die Erschließung, wie funktioniert die, kann man hier, glaube ich, nochmal ganz gut in diesem Plan ersehen. Und da ist der Gedanke, Sie können das jetzt hier so sehen, diese haben an besonderen Ecken, gibt es da besondere Punkte, mal ein Geschoss mehr. Also sozusagen zur Betonung, also zwischen 5 und 7 Geschossen liegt das im Wesentlichen.
Das soll sich aufteilen nachher in einzelne Gebäude. Das können Sie einmal in diesem Schemaskizze hier sehen. Und die Philosophie, die sich Herr Poitier hier vorstellt, für die Größe der Gebäude, ist hier geleitet aus Themen, die wir quasi hier auch in der Nachbarschaft haben. Man sieht also, das soll jetzt nicht ein großer Block werden, sondern der Gedanke geht dahin, da Unterteilungen auch in einzelne Gebäude zu machen. Das sind jetzt ja nur beispielhafte Fassaden, aber das ist der Grundgedanke. Aber dazu dienen, zu erkennen, funktionieren diese Blöcke überhaupt und bekommt man da halbwegs für das Wohnen auch vernünftige Grundrisse rein. Das beantwortet übrigens nebenbei, Herr Gerdemann, auch die Frage, geht das mit dem Wohnen da? Wir werden auch nochmal, es geht, kann man so sagen, es geht. Denn wir hatten das ja, weil es eine spezielle und besondere, auch denkmalpflegerisch sehr relevante Aufgabe ist, nochmal die Verfasser alle gebeten, dazu nochmal ihre Überlegungen anzustellen und das auch in einem anderen Maßstab darzustellen. Und hier sehen Sie jetzt nochmal im Grunde genommen die gesamte alte Halle, einschließlich der Schuppenreihe hier, der Schuppenreihe an dieser Stelle. Die Vorstellung geht also dahin, dass man hier einen Durchgang, hier auch einen Durchgang schafft an dieser Stelle, die dann erst in der Plus-1-Ebene geschlossen ist. Und im Grunde genommen das für gewerbliche, kleingewerbliche, kulturelle und andere Zwecke nutzt, diese Schuppenzeile. Das fanden wir schon einen sehr originellen Umgang, sicherlich eine besondere Wohnform, aber eine durchaus attraktive und eine gute Lösung für diese Thematik, wie gehen wir mit den Hallen um und wie kann sich da ein Wohngebäude hier tatsächlich auch darstellen. Das sieht man in diesem Bild hier auch nochmal, in diesem Rendering hier nochmal ganz gut. Das ist dann quasi die Bebauung, die entlang der Präsident-Kahn-Straße und weiter im Norden entlang läuft. Hier sieht man den Güterbahnhof im Schnitt mit den beiden Schuppenflügeln und dann diesen angrenzenden Hallen und die Bebauung, die ich gerade erläutert habe. Und das ist dann die Höhenentwicklung hier, die wir für die benachbarten Blöcke hier haben. Und also summa summarum, hier eine Menge, glaube ich, an sehr wichtigen Funktionen für so einen Masterplan gut erfüllt haben. Und die Frage, wie das dann im Einzelnen gefüllt wird, das ist auch schon gesagt worden, mit welchen Häusern hier, das werden wir sicherlich noch sehen. Aber eine robuste Grundlage, die viele der primären Ziele, die wir mit dem Gesamtprojekt verfolgen, wir wollen einen wichtigen Beitrag für den Wohnungsbau in Hamburg leisten. Wir wollen zum Zweiten, dass wir schon im ersten Abschnitt auch eine gut nutzbare, und zwar auch für die benachbarten Quartiere, Grünanlage haben. Keine großen Hochpunkte, sondern sich weitgehend gehalten an unsere Grundphilosophie, 5 bis 7 Geschosse, wie wir sie in den Nachbarschaften haben, in dem Entwurf hier von Poitier. Das ist eine gute Basis, auf der wir tatsächlich auch einige Jahre gut und vernünftig weiterarbeiten können. Ja, bevor ich die ersten Fragen aufnehme, wir haben hier zwei tapfere Menschen, die die ganze Zeit schon dieses Transparent hochhalten. Stadtplanung von oben, Stadtplanung von unten. Das ist keine Frage, sondern mehr ein Statement. Herr Gerlmann, vielleicht gleich mal die Frage an Sie. Ist es denn eine Planung von oben oder gibt es auch die Möglichkeit, von unten auch mitzugestalten, mitzudiskutieren? Sie haben schon ein paar Angebote ja gemacht. Reicht das aus oder braucht man vielleicht ein bisschen mehr? Also das ist für mich ein Prozess, in dem wir, sage ich mal, so eine Veranstaltung wie heute auch ständig dazulernen. Und wir haben uns auch im Vorfeld bemüht, eine Menge Erkenntnisse zu gewinnen, die ja auch in diesem Entwurf Einfluss genommen haben. Das heißt also, für mich sind die Bemühungen bislang nicht fruchtlos gewesen. Und ich denke auch, es sollte weitergehen, weil nicht nur Planer haben Ideen für ihren Stadtteil und nicht nur gute. Und deswegen auch vorhin die Ansage, dass wir uns auch bemühen, sowohl durch einen Infopoint, wo wir einen Anlaufpunkt haben, als dauerhaften Punkt, aber auch über das Thema, wie werden wir weiterhin auch für die interessierte Öffentlichkeit und die mitwirkungswillige Öffentlichkeit, wie werden wir dort Angebote hinkriegen, glaube ich, dass die Stadtplanung von unten, wenn man sich überhaupt so im Gegensatz sehen will, wir haben in vielen Punkten große Übereinstimmung bei so ganz zentralen Themen gesehen, bei vielen Punkten gibt es die dann nicht so, aber ich glaube schon, dass es eine große Gemeinsamkeit gibt, auf der man erstmal aufbauen kann, deswegen bin ich da erst ganz optimistisch.